Hallo miteinander. Fast ein Jahr her. Die schon etwas älter sind unter euch, mögen sich erinnern vielleicht. Das Puchtrührab von Marc. Und heute ist der Tag tatsächlich gekommen. Es ist unglaublich, aber wir starten den Zusammenbau. Letzte Teile noch vom Keller. Also, wir haben hier natürlich ein Jahr nichts mehr gemacht. Die einen kennen es unter euch. Ein Jahr. Da passiert natürlich auch ganz viel anderes Zeug. Also, wir wissen nicht mehr ganz genau, wo was herkommt. Aber kein Problem. Die Lagerschale von der Erm habe ich bereits einmal montiert. Und ich würde sagen, wenn wir schon bei der Lagerschale sind, dann starten wir einfach mal. Bis der Marc kommt. Ich hoffe, er hat auch etwas mitgenommen. Ich bin sicher, er kommt jetzt gerade zu der Tür rein und dann hat sich das alles erledigt. Meine ganzen Sorgen, dass wir das und das und das noch nicht haben. Sigi! Marc! Hallo! Schön sieht's aus. Schon fast fertig. Und du, wo sind die Kisten? Kiste. Immer bei dir, Mann. Ich habe ein wichtiges Teil mitgebracht. Ein einziges. Magst du dich erinnern? Das muss aber ein kleines sein. Der Muchli Maurus. Der Muchli Maurus, wo er hier euphorisch wie noch war, ist der Luftfilter weggeschränzt. Schau mal, was ich organisiert habe. Das ist wow. Das Einzige, was ich in diesen 10 Monaten gemacht habe. Da lacht er noch. Ja. It was at this moment that he knew. He fucked up. Also meine erste Frage ist eigentlich das Wichtigste, dass wir das aufs Regli, auf die Regli würden bringen. Ja. Du siehst Gabeln. Magst du erinnern? Ja, wenn du mich da schon anfühlst. Die hast du auseinandergemuchelt. Ja, eben. Ja, ja. Warum? Ich hätte sie ja zusammenlassen, schön ein bisschen, und jetzt der Dichtsatz. Oh ja, den habe ich nicht. Den müssen wir natürlich haben, sonst können wir natürlich das Vorderregli. Oh Mann, also, sonst können wir den nicht mal rollen, das Ding. Ja, ich glaube, wir schauen einfach, wie weit wo wir heute kommen. Und dann hängen wir vielleicht eine andere Gabel rein oder so. Das sieht so aus, he? Er braucht so 2-3 Filmtage. Scheisse. Ja, du. Ja, das ist jetzt wirklich eine ehrliche Geschichte. Wir werden es sehen, es gibt noch ein kleines Chaos heute. Aber also, ich habe auch huren Bock drauf, wenn ich das anschaue. Natürlich da mit all diesen Nickelteilen. Das ist richtig geil, wenn da mal ein paar Sachen dranhängen. Ich freue mich. Und ich würde sagen, schön, hast du den Filter mitgenommen. Jetzt starten wir, oder? So Kleppband wegnehmen kann ich. Das ist, also gut. Das ist so ein meine Qualität. Bremsbacken. Hast du da etwas? Ja, die hat nicht die Kiste drin gehabt. Ja, ein Bärli, ja. Es wären sogar die richtigen, aber. Eins. Es sind 3 gewesen. Der Redli sieht schlecht aus heute. Ich habe es dabei. Der Redli. Soll ich so? Aber wir können es nicht montieren wegen der. Ja, dann stehen sie nicht bei mir im Bus. Ich weiß. Oh, das sieht ja schon mal geil aus. He? Schau mal, die Walze, ja, für vorne. Es ist einfach, oder? 2,5er, Weisswand. Geil. Oh, Nickel ist einfach das Geilste. Folgering von Nickel, Leben von Nickel. Ja. Extra Kommstoffspeicher gemacht. Sicher schön. Ah, extra. Machen wir neu bei uns im Shop, weil sie auch so Rädchen haben. Oder so cooles drüber. Ja, es sind Oberporne. Ein Nickel ist vorne 2,5, hinten 2,25. Mal schauen, ob's passt. Sehr geil, ja. Jetzt geht's los. Der Ellbogen knackt schon mal. Hoffe, es sind dann die richtigen. Ja. Die bringst du nie mehr raus. Hey. So. Gut. Sieg, schau mal da hinten. Ja, ist eben etwas schräg. Ah, ist das da? Ja, aber da. Ja, das Kabelrohr schräg. Der hat so eine Führung. Niemals. Schau mal. Ich schau da. Ja, aber da kannst du durchschauen. Den musst du doch hineinschlagen. Ich schon noch ein bisschen würgen, aber. Ja, nein, nicht würgen, nicht würgen. Mit dem Kunststoff haben wir ein Liebe gegeben. Also, gib noch ein bisschen Liebe. Nein, du hast da angefangen. Nein. Kommt. Nein, nein. Ah ja.
Das passt, das geht nie nichts mehr her. Dann schaust du mal, dass die drauf kommen. Da. Ja. Mach jetzt du das mal gängig. Ich schaue da mal. Aber dann brauchen wir halt die Stossdämpfer hinten. Mhm. Ja, schön. Aber du hast also doch gut. Das Zeug noch. Stossdämpfer? Ja, nein. Also da können wir das anbauen. Ja, ja. Und das Zeug da drinnen, da hast du alles noch, oder? Nein. Wo hast du denn das Zeug? Das ist alles weg. Nein, sieh. Moll! Nein, da muss irgendwo noch Kiste rum sein. Und ja, sorry, dass ich so schlecht vorbereitet bin. Hey, mach nicht. Ja, und da unten hast du doch noch etwas. Da unten ist noch die Kiste. Ja, ja, also schon neben das sind Federn von den Dings, das ist wichtig. Ja, ja. Und eben da, der Beweis. Der kaputte Luftfilter. Aber gewisse Sachen sind dann schon gemacht. Ja. Mal, so. Schau, nach einem Jahr liegen die genau gleich da. Sicher nicht. Mal, ich habe ja gesagt, die liegen immer links dort. Weißt du, sie gesagt, ich habe Arme gemacht, ich habe aufgeräumt, oder? Da sind deine zwei Dinger. Ah, genau, die, ja. Ja, ja, also. Bremsbacken. Jetzt hätten wir da nicht filmen, gell? Das ist, Wann fangen wir denn dann an mit dem Filmen? Ja, das ist jetzt alles vorbereitet da. Also, ich muss jetzt da wieder einmal mehr so einen Gabeladapter machen. Brauche ich ein Rohr, Windschneider. So, dann haben wir 26er Rohr. Dann brauchen wir noch innen, haben wir 22 als Stütze. 175, dann haben wir es bei 30 ab, das heisst 145. Das Gewinde oben, es ist einfach nicht mehr 100% in Ordnung. Bei 30 mm kürze ich jetzt die Gabel ein, das Gabelrohr. Ich habe dann hier das Stützröhrchen und das ist dann quasi halbe in der Gabel und im neuen Gabelrohr. Und da wird es nachher in der Mitte verschweißt. Das ist einfach, dass es nicht stumpf aufeinander. Es ist eine Führung. Und das ist natürlich eine geile Sache. Das geht jetzt schnell im Moment. Sollen wir das scheiß Ding nicht abkleben? Ich weiss es auch nicht. Das sind schon hure Grillen. Scheiße. Aber so Zeug mache ich gern, Zicke. Ein bisschen krabbeln? Sehr gut. Also, das ist leider etwa der Fall, dass das Gewinde da oben kaputt ist, oder? Das ist das Problem. Jetzt mache ich ja immer die Adapterrohr M26 mal 1. Jetzt ist noch lustig bei dem gesehen, wie dickwandig das da unten ist und wie dünnwandig da auf dieser Seite. Jetzt haben wir einfach da müssen, wie sagt man, Gabelstumpf. Ja. Den Gabelstumpf müssen ausbohren, weil wir wollen ja da eine Führung. Ihr seht da, wir haben die Büchse im 26er Rohr rein. Und einfach, dass das da geführt ist, nicht, dass das einfach nur auf Stoss zusammengeschweißt ist. Das ist der Trick im Ganzen. Und jetzt tue ich das fertig vorbereiten, mache Fasern an und gehe die Kehle nachschweissen. Weißt du, innerhalb von einer Stunde macht das so eine Lösung. Das ist einfach unglaublich, der Hurensigi. Innerhalb von einer Stunde habe ich so nur ein Ding abgeschliffen. Ja, ja. Ich habe Farbe abgeschliffen, die mir die Tür gezahlt hat. Weil die Planung oder die Koordination nicht ganz fertig, denke ich. Aber der geht eben da drin nie sogar, oder? Mhm. Genau das, wo es aber du. Aber eben, den kannst du jetzt gleich abdrehen. Ja, ja, ist ein bisschen Scheissmutter. Lieber die anderen. Aber wir schrauben es mal an, dann sieht es aus, als wenn wir sehr weit gekommen wären. Oh, toll, Mann. Einfach, dass wir auch ein bisschen die Freude nicht verlieren. Das ist eine Freude verlieren, Sigi. Draussen scheint die Sonne und wir sind hier in der Werkstatt am Arbeiten. Es gibt oder? Wirklich nichts Schönes. Eben hier, glaube ich, müssen wir noch 500 Luft drehen bei den Ringen. Aha, okay. Ist es wirklich so viel? He? Ja. 0,91, ja. Dann machen wir sie auf 0,9, dann haben wir noch 1/200. Jetzt habe ich so weiche Backen. Und die habe ich einmal angedreht, dass ich jetzt das Ringchen spannen kann. Und dann da rein ganz minim ausdrehen. Es ist gehärtet, aber wenn man da ganz schön langsam laufen lässt, dann kommt das wunderbar.
300. Also der muss sicher auch eher gut heben. Ja. Traumhaft ist das. Das Fazit nach 2 Stunden. 2 Dinge plus 2 Gewinde angeschnitten. Ja, die sehen auch schon sauber aus. Ah ja, die habe ich auch noch gemacht. Ja. Jetzt wollen wir mal schauen, ob das da gut kommt. Der Maloni fehlt natürlich. Das sieht aber affengeil aus. Schon, hä? Mhm. Scheiße. Was ist denn? Ja, da hat es noch Gewinn zum Nachschneiden, wenn ich gleich noch etwas zu tun habe. Ah, drum. So. Hey, Sig, stell dir vor, wenn wir nachher mit dem, wenn der Stuhl fertig ist. Weißt du, wie schön, ey. Nachher du mit dem Sternmotor und ich mit dem. Das ist ein Traumbild. Das ist ja vor kürzlich ein Sternmotor-Video rausgekommen. Vielleicht kommt euch die Farbe ein bisschen bekannt vor. Hey. Das sind aber sehr böse Zungen, die das behaupten. Ja, die weiss ich vom Lackieren. Hat sogar ich sage immer noch, ich bin zuerst gewesen. Das Projekt liegt schon länger im Keller, wie der Sternmotor dort oben steht. Seit. Ja. Du hast mir die Farbe abgeschaut. Auf was? Dass mich fast noch ein bisschen mehr freuen. Auf. Die ich mit dem huren Dreirad zu versagen. Weil ich habe ja eins da hinten, den Behindertenrollstuhl. Das, ja. Ah, der Krause? Ist ja schon gefahren mit dem Krause? Nein. Nicht? Ich habe nur gesehen, wie es das Ding auch nicht geplätzt hat. Der Ben. Der Ben. Oh, ich versage die anders. Ich habe sicher weniger Leistung, je nachdem, was du da an dem Motor noch machst. Aber meinst du mehr Fahrskills? Mehr Mut. Mir ist, ja, weißt, ich habe schon, alles erlebt im Leben. Es spielt keine Rolle. Ein Bein braucht mehr oder weniger. Und wenn du mit dieser Einstellung in die Kurve gehst, dann ist es zum Teil schon ein bisschen geiler. Ja. Der Lieblingssessel. Den kann man ja in jeder Stellung kann man den noch neigen und machen. Und ja, der wird sicher viel, viel bequemer als mein verdammter Krause da. Neigung ist dann so, mal das Licht hinter muss es einfach sein, oder? Ja. Ist halt ziemlich. Ja, so viel wie du kannst, vorne ganz zu und hinten so viel ab, wie es noch zulässt. Ja, man kann mal ein bisschen anziehen und nachher, wenn es eingestellt ist, kann man immer noch dann mit. Aber es ist schon so, es muss ein bisschen. Jetzt natürlich direkt drauf gehen, dann ist alles verquetscht. Jetzt nehme ich einmal, anstatt einen Lumpen, nehme ich einmal Schleifpapier, weil das ist noch ein bisschen robuster. Da musst du halt schon ordentlich. Musst ordentlich. Ja, ja. Hast du Leim gegeben? Nein, fett. Ja, sicher nicht. Das war. Ja, rauf. Ja, weißt du, bei mir ist das, wenn ich zittere, ist das bei dir, wie wenn es dir ein bisschen kühlt. Bist du nicht mehr so gewöhnt? Wohl, aber du gehst ja. Muckibude, oder? Was hast du einmal gesagt? Halb Mensch, halb Oberarm. Ja, halb Mensch, halb Oberarm. Bevor die Gabel fix ist, muss sicher das Lampengehäuse her. Das ist ja hier die Verschallung. Ja. Aber das hier, das kann man montieren, oder? Ja, haben wir drauf. Was war da geniet? Ah, dort rein sogar. Ja. Geniet gsi, hä? Ja, also komm, probiert das mal. Ja, leck mal den Arsch, hey. Yes, es geht, ich schütze da, aber. Na gut, dann ist es aber eine simple Sache, oder? Dieser Bremslenkmechanismus, ist das bekannt? Das ist sehr speziell. Ich weiss auch nicht, das haben sie beim Krause-Mobil ist das schon ähnlich. Und dann hat man da, sieht man da schön, da kommen nachher Kabelzüge, sind hier am Anschlag. Und da mit dem kleinen, mit dieser kleinen Aufnahme, da bremst man nachher eigentlich mit dieser Bewegung. Wenn man nachher den Lenker abknickt, dann bremst das hinten. Vor der Bremse ist meiner Meinung nach am Griff dran, wie man es kennt. Das ist die Hinterbremse und die Feststellbremse kommt dann nur auf einen runter. Meiner Meinung nach ist das genau so. Das ist eine Oberkatastrophe zum das Fahren natürlich. Man muss es ein bisschen draussen haben. Aber lieber so als gar nicht mobil, oder? Ich kann einfach nicht mehr sagen, wieso die nicht einfach Fußbremsen gemacht haben. Würde sich bei so etwas natürlich extrem gut anbieten. Wenn die Beine nicht mehr funktionieren, dann nützt natürlich die Fußbremse nicht. Ja. Wenn wir dann wirklich mal versehrt sind und mit denen rumgeguckt und dann ein bisschen uns nachhupen, oder? Oder auch andere nachhupen, oder? Ja, dann sind wir so müde wie die Hupen, ja. So hure träge Siechen. Ja, da gibt es dann noch ein paar Details. Oh, aber einen schönen Keil. Hey, aber schau mal. Weißt du, wie sie war? Mhm. Wir haben ja hier den Gabelkopf neu gemacht. Jetzt muss ich das natürlich noch ein bisschen abschleifen. Ich weiss gar nicht, wie das vorher drin war. Das ist ja so komisch. Das war ja konisch.
Das ist nämlich, ja, mal ins Altene, aber nicht weit. Nein. Der ist nicht so weit rausgestanden. Weißt du, das ist konisch da drin. Das dunkelt mich auch schräg. Ja, nur ich muss das halt noch ein schleifen, da. Weil weiter aber als der schwarze Strich können wir eh nicht. Wegen der Führungsbüchse. Jetzt habe ich aber ein lustiges Maschinchen, das Pferd. Wie gesehen, ich habe jetzt einmal bin ich rundherum, es ist aber nach wie vor noch Nickel drauf. Es ist einfach eine sehr dicke Schicht. Ja, im Rohr innen dran haben wir 22,1. Der hat 22,2, also ein Zehntel muss jetzt einfach weg, also halb im Radius. Die ziehst du so fest rein? Ja, ein bisschen abreißt. Jawohl. Decken wir den Stuhl mal drauf. So geil. Low is life. Ja. Fuck you, man. Jetzt sind beide falsch. Nein! Ah. Jesus, Mann. Willst du mich verarschen, Mann? Jetzt habe ich beide gegen und es passt wieder nicht. Ja, nein, aber. Oh. Sorry, ich dachte nicht fluchen, ich weiß. Das habe ich nie gedacht. Ja, schau mal, das ist aber atomar geil. Atomar geil? Das ist die Steigerung von Affen geil. Ja, genau. Ja. Ui, ach du. Das ist toll. Das ist toll. Also, was meinst du? Was ist verzogen? Ich glaube, das ganze Ding ist krumm. Aber jetzt ist er noch weiter reingekommen. Ja. Jetzt haben wir ein bisschen Spiel. Mhm. Hol mal dein Kaisersitzchen da. Nein, das ist sehr viel. Das macht eben so auch noch einen Bogen. Wichtig ist ja, dass es hier da fluchtet, dass es hier da mittig ist, würde ich mal behaupten. Oh, das ist aber gar nicht, so gar nicht. Ui! Boah! Scheiße, jetzt habe ich es nicht einmal ohne den Meister geschafft, den Stuhl zu montieren. Du schlafst schon gut ein, wenn du da drauf hängst. Ja, das ist Uhr. Oh. Ups. Oh nein! Jawohl! Wo von dem her schon eben, hä? Ja. Ja. Alter, ich habe Schiss drin rausgehauen. Nein, das hebt die Bohne, warte schon. Böse. Es ist ein Porno. Leck. Ah, jetzt sind wir noch. Das ist krass. Ja, es war einfach die richtige Entscheidung. Pass auf, du der Hand. Einhändig als Schutz. So, jetzt ist er mal ein bisschen drin. Da. Schau jetzt, da immer viel rot. Ein extra ein Sturz. Da. Und da müssen wir ja noch etwas anmachen. Ja, Holz. Das ist sehr schön. Ui, da ist er knapp, aber gut, lange gut. Ja. Boah! Shit! Und jetzt da noch. Brutal! Das ist schon krass. Das wäre aber auch geil so. Nur durch die Führer verleihen. Oh, aber das Rot ist richtig krass. Ja, sicher. Und was für Holz für Schnee? Ja, ich würde dunkels, nicht ein helles. Dunkel? Kabelzeug, Griff und dann das Sitzleder gleich machen. Und? Ich würde beige. Ja. Ach, und? Ist zu viel. Ist einfach zu viel. Nickel ist der Shit. Es. Hä? Nickel ist das neue Kram, oder? Das habe ich mal gesagt. Ich bin sehr froh, dass du mich überredet hast zum Nickel einerseits und zum Beifarbig. Ja. Ja. Nicht, dass wir das Creme noch gebraucht haben, weil es wäre einfach zu viel, wenn wir jetzt hier noch Farbwechsel bräuchten. Ein sehr schnittiges Ding. Ein Hexenschuss. Sagt mir nichts. Ich habe zum hier einsteigen. Ich habe es da. Hure Passo! Hey, das geht abstützen, oder? Und da muss ich bremsen sein, wenn ich. Ja, nach oben. Willst du, dass ich die Wand reinfahre? Wieso? Der klemmt. Ja, ein bisschen noch. Ja, ja. Lauft schon. Guck, das haben wir auch schon. Oh ja. Das sind die huren Dinger. Ja, da, wirklich. Da, das ist weißt du, feudal. Zum Entspannen, zum Cruisen, oder? Zum Cruisen? Warum? Ja. Weißt, bei mir kann ich dann schon für allein. Ich lade die anders ab im Rennen. Wie du. Ja, gut, Steve.
Also, wenn du gerade so bequem hockst, würde ich sagen, überfliegen wir schnell das Ganze. Was ist passiert? Was ist noch zu tun? He? Also passiert sind sehr, sehr viele kleine Sachen. Das ist halt immer das, was Zeit braucht, die ganze Lagergeschichte etc. Ich bin aber absolut guter Dinge und habe auch sehr Freude, wenn wir dann die grossen Teile dran haben. Man sieht das in Nu fertig aus. Ich hoffe, ihr könnt etwas mitnehmen wieder in diesem Video. Und dann würde ich sagen, wir wünschen euch ganz gute Zeit und bis bald. Gleicher Shit am gleichen Ort. Ciao zusammen.